Hallo alle miteinander. Heute mal ein wieder etwas weniger schönes Thema. Solar-Uli ist am 11.03. von uns gegangen. Ja, und ich habe am 6. Februar angefangen mit dem Solar-Uli ziemlich viel zu schreiben. Und das möchte ich euch jetzt mal präsentieren, weil da hat mir da ganz schön viel auf einmal geschickt. Und jetzt so im Nachhinein, naja. Ich weiß es nicht, ob er schon was geahnt hat, eventuell. Fangen wir mal an. Hallo Thorsten. Deine Gedanken und Ideen im Video Plasmaball erinnern mich sehr an Karl-Heinz Janke, unseren wahnhaften Erfinder, der in Hubertusburg bis 1988 weggesperrt war. Prinzipiell sind das ja auch die Ideen von Tesla. Das Nutzbare umzusetzen ist halt leider schwer. Danke, Uli. Das kannte ich noch gar nicht von ihm. Interessant. Variable Kondensatoren mit zwei Drehreglern. Sowas. Glaube, da habe ich ein Video drüber. Ja, der Karl-Heinz Janke war schon genial. Hat leider in der DDR-Psychiatrie Hubertusburg sein Leben fristen müssen. Er hat seine Erfindungen nicht nur gezeichnet, sondern auch teilweise Modelle gebaut und wohl auch kleine funktionsfähige Teile, Radio in der Thermoskanne gebaut, so wie seine bescheidenen Möglichkeiten hergaben. In Hubertusburg bei Wermsdorf ist eine tolle Ausstellung über ihn und sein Werk. Musst du dir unbedingt mal anschauen. Ich bin da im Verein Mitglied und habe mal angesprochen, ein funktionsfähiges Modell nachzubauen. Es werden da zurzeit alle tausende Zeichnungen von ihm digitalisiert. Er hat auch im Bereich Heizung, Klimatisierung über 400 Zeichnungen und Ideen gehabt, die teilweise sehr genial sind und in manchen Bereichen sich auch mit meinen Ideen überschneiden oder decken. Ich arbeite zurzeit an einem thermischen High-Energy-Speicher, Dampf als Latentspeicher, Latent-Energiespeicher, mit viel Masse drum und dann die Energie intelligent auskoppeln. Rein geht Solar- und Nachtstrom bzw. Überschussstrom, den die Windenergieanbieter ja nicht losbekommen. Das Ganze klein, dezentral für Einfamilienhäuser oder die Wohnung. Wie du richtig erkannt hast, Janka hat im Bereich der Raumenergie, er nennt es deutsches Atom, immer abstimmbare Schwingkreise. Das ist wichtig und fehlt, glaube ich, bei deinen Experimenten noch. Batterie nach Janke. Heizofen und so weiter. Wenn ich da in der Ausstellung bin und mir die Dokumente anschaue, wird mir regelmäßig schlecht vor Aufregung. So genial ist das alles. Es gab auch mal eine Ausstellung in Peenemünde. Janke hat ja auch Raketentriebwerke konstruiert. Also bis bald, Groß Uli. Hier noch eine Datei, welche eine Erklärung, Schwingung, Resonanz, Energieerhöhung und so weiter versucht zu erklären. Hartun war ein seriöser Professor hier an der HTWK in Leipzig und gehört zur Gruppe der Neuen. Ui, Gänsehaut. Bist du schon der Zweite, der mir das mit der Resonanz nochmal ans Herz legt? Ich habe gerade die Forschungsergebnisse einer Truppe aus Hessen bekommen, die das mit der Resonanz schon gemacht haben. Und ja, als ich das Werk Jahnkes das erste Mal sah, war ich auch voller Aufregung. Schön, dass da langsam Schwung reinkommt. Na dann, packen wir es mal an. Eventuell treffen wir uns ja mal in der Ausstellung. Einen richtigen Empfänger, den du in Resonanz bringen, brauchen wir natürlich auch. Dann muss man die Resonanzfrequenz der Energiequelle suchen und so weiter. Als Empfänger favorisiere ich ja immer noch die Energiehelix bzw. Spirale. Ähnliche Versuche wie du habe ich vor Jahren auch schon gemacht. Zur Frequenzbestimmung kann man so einen kleinen Taschenoszi gut nutzen. Die Versuchsfotos von mir kannst du gern nutzen. Im Grunde ist das alles den Amateurfunkern gut bekannt. Berechnen kann man die Helix. Im Antennenbuch Rothammel, schätze ich mal, würde damit sagen. Meine Helix kennst du ja sicher. Läuft allerdings in dem Fall Kältemittel durch. In der Wärmepumpe als Umweltabsorber.
Die Theorie von Russell zu ähnlichen Themen kennst du? Ah, kommt mir bekannt vor. Hat er mit Calvin auf die Art Dachrinne, Antenne und Tesla-Spule in Resonanz gebracht? Klar kenne ich deine Helix. Nur deshalb abonnierte ich dich. Gute Idee mit dem Treffen. Hab eh vor, den nächsten Monat Richtung Norden zu wandern. Da dürfte Hubertusburg auf dem Weg liegen. Wird gemacht. Da du gerade die Tornado-Bilder postest, das Toccado-Prinzip von Gabi Müller ist dir sicher auch ein Begriff. Ja, Gabi ist bekannt. Hat aber nie was gebaut. Echt wandern? Das ist gut. Glaube, der Jakobsweg geht in Wermsdorf durch. Und bei uns in Panitzsch-Dresewald kommt er raus. Naja, mit dem Zug werde ich wohl fahren. Bei mir geht es zurzeit weniger um Energiegewinnung. Die habe ich durch PV genug, eher um Speicherung. Mir schwebte eine Wechselstrombatterie vor. Also was Schwingendes. Die aktuellen Batterien sind ja alle statisch. Wechselstrombatterie bitte für dich behalten. Scheint es noch nicht mal einen Begriff zu geben. Ah, jetzt zu spät. Uli. Aber da bin ich erst am Anfang. Auch da hilft Janke weiter. Der Kalender von 2018. Okay, beim Wandern bekommt man den Kopf frei und hat die besten Gedanken. Ich schaffe das leider auch nur stundenweise mit den Hunden. Leider hat der bescheuerte Grafiker 2018 die besten Zeichnungen abgeschnitten. Ich muss mich mal um die einzelnen Kopien bemühen. So, und das hier dürfte das Teil sein, was es zu bauen gilt. Janka hat alles Atomstrom genannt. Ist im Prinzip auch nicht falsch. Für uns ist es eben Raumenergie, freie Energie oder wie man es auch nennen will. Wichtig ist für uns erstmal die Schaltung rechts oben. Mensch, da danke ich dir aber, dass du mich wieder mal auf Janke gebracht hast mit deinem Plasma-Video. Es liegt bei mir so viel in der Schublade, ein Leben ist zu kurz. Wechselstrombatterie. Und schwupps habe ich das Bild von zwei Spezialkondensatoren der Distatica vor Augen. An Janke hätte ich gar nicht gedacht bei den Aufbauten, aber du hast vollkommen recht. Das ist ähnlicher als ich dachte. Das bekommen wir schon hin. Und wenn nicht, haben wir bestimmt nicht nur ein Leben zur Verfügung. Uha. Ja, dann muss ich erstmal dringend am zweiten Leben arbeiten. Bin im Dezember schon 60 geworden. Naja, Testatica ist ja nichts weiter als Leitner Flasche und ein Hochspannungsgenerator zum Leiern. Das hatten wir doch schon in der DDR-Schule live. Betreibst du deine Eisheizung noch? Den Kühlschrank? Kleiner Tipp, im Kühlschrank die Kälte auch weglüften. Das macht das Ganze energetisch effektiver. Es ist eine Luftwärmepumpe, was du da gebaut hast. Keine Eisheizung. Also je mehr Energie du auf die Kälteseite bringst, umso mehr kommt raus. Leitner Flasche? Und wo ist da das Salzwasser? Also Tesla-Kondenser hat noch Salzwasser drin und bei meinen Tests habe ich eine Wechselspannung an dem Ding gemessen. Also jedenfalls mehr Wechselspannung als Gleichspannung. Und bei der Testatica sind angeblich feine Spulen im Inneren und außen dreilagig statt zweilagig, was mir auch sehr nach Wechselspannung aussieht. Nun ja, auch wenn du dann wohl nicht der Erste bist, der den Wechselspannungsakku erfunden hat, hast du dennoch den richtigen Gedankenweg gehabt. Super Hinweis jedenfalls. Meine Eisheizung ist gerade nicht in Betrieb. Habe es noch nicht geschafft, einen Lüfter in die Kaltseite zu machen. Keine Eisheizung, meinst du? War eine Eisheizung was anderes? Hab noch irgendwas mit festem und flüssigem Wasserzustand im Kopf, aber der Rest ist gerade entfallen. Wechselstromspeicher ist nur so eine Idee, keine Erfindung. Es muss was Schwingendes sein. Salzwasser und der ganze Quark gehören bei mir nicht dazu. Im Grunde reine Elektronik bzw. Schaltungen wie bei Janke. Eisheizungen nutzt den Latenzpunkt von Wasser aus, erkläre ich dir mal live. In sattheiß Wasserdampf kann man noch mehr latente Wärme speichern und wieder entziehen als am Nullpunkt. Das ist mein neuer Ansatz. Versuche beginnen nächste Woche. Noch da? Noch aufnahmefähig? Bin jetzt am PC und kann hier besser meine Daten verwalten, um dir die Wärmepumpe mit Eisspeicher zu erklären. Der Eisspeicher ist ein kalter Puffer, wo das Wasser durch die Wärmepumpe unter den Vereisungspunkt abgekühlt wird. Man braucht schon viel Wasser, also Kubikmeter, um Energie rauszuziehen.
Man braucht große Wärmetauscheroberflächen, zum Beispiel meine Capillaro-Matten, um die Energie umzusetzen. Es wird beim Erstarren von Wasser den Phasenübergang vom flüssigen Wasser zum festen Eis bei 0 Grad so viel Wärme frei, wie zum Erwärmen derselben Menge Wasser von 0 Grad auf 80 Grad benötigt wird. Die spezifische Phasenumwandlungsenthalpie ist also im Vergleich zur spezifischen Wärmekapazität relativ hoch. Für Wasser liegt die Schmelzenthalpie bei 334 kJ pro Kilogramm und die spezifische Wärmekapazität bei ca. 4,19 kJ pro Kilogramm. Dadurch ist die Energiedichte im Vergleich zu Heißwasserspeichern erheblich größer. Wird also ein Liter Wasser um 1 Kelvin abgekühlt, werden 1,163 Wattstunden Energie frei. Während der Vereisung bleibt die Temperatur zwar konstant bei 0 Grad, doch es werden weitere 93 Wattstunden pro Kilogramm Kelvin Kristallationsenergie frei, die von der Wärmepumpe genutzt werden kann. In einer Zisterne von 6 Kubikmeter kann eine Energiemenge von ca. 500 Kilowattstunden gespeichert werden bzw. entzogen werden. Danach ist das Ganze energetisch tot und man muss alles solarthermisch wieder auftauen. Mein Ansatz: Viele Anbieter beachten nicht, ein Eisspeicher kann nur ein Spitzenlastspeicher sein, 12 Stunden, maximal 3 Tage, und muss ständig mit Umweltenergie nachgeladen werden. Völlige Vereisung muss vermieden werden. Bei unserem System wird dies durch eine spiralförmige Anordnung der Matten und ein nach dem Yin-Yang-Prinzip aufgebautes System erreicht. Eine oszillierende Be- und Entladesteuerung macht die Effizienz perfekt. Auch hier bei mir wieder alles als Spirale angeordnet. Bei den herkömmlichen Eisspeichern wird der Speicher komplett durchgefroren und ist schon im Januar energetisch unwirksam. Das Eis kannst du eigentlich wegschmeißen oder zum Auftauen in den Garten stellen, wenn nicht der Wärmetauscher drin wäre. Also Prinzip, alles muss schwingen, wie immer bei uns. Eine Spule, Kapillarmatte in die andere gewickelt, Be- und Entladen möglichst gleichzeitig oszillierend, du verstehst? So, jetzt noch das mit dem Latenzpunkt. Sensible Wärme speichert man ein. Temperatur steigt und steigt. Beim Latenzpunkt bleibt die Temperatur gleich, aber es geht weiterhin Energie rein. Beim Entladen wieder raus. Bei Wasser oder Eis ist das schon gut. Bei Wasser zu Dampf aber erheblich mehr Energie. Und die Teilchen schwingen da im heißen Temperaturbereich ja auch viel wilder. Ähnlich dürfte es mit unseren Hochspannungs-Tesla-Spulen sein. Je höher die Frequenz und die Hochspannung, umso höher der Energielevel. Das komplette Energiesystem könnte also aussehen. Eisspeicher braucht es da keinen. Eisspeicher ist nur eine doofe Mode und alle fahren drauf ab. So weit, so gut. Wow! Wenn ich das so betrachte, ist deine Arbeit der Missing Link, was uns meistens zum bildlichen Verständnis für den elektrischen Strom fehlt. Dazu würde ich gern mal ein Video machen. Hab bisher voll übersehen, dass diese Spiralanordnung natürlich auch beim Wasser einen Effekt haben muss. Danke für den Augenöffner. Ich sehe mal zu, dass ich zeitnah in Hubertusburg bin. Ich bin an dem ganzen Thema auch schon 40 Jahre dran. War zu DDR-Zeiten als Techniker und Entwickler beim Forschungszentrum Wassertechnik in Leipzig. Haben damals schon Ultraschall-Durchflussmessertechnik für Abwasser mit Ultraschallsensoren aufgebaut. Das Ganze auf Basis von Einweg-Mikrorechner, in welchen schon in der Produktion für uns programmierte E-Proms benötigt wurden. Wir hatten einen alten Ingenieur, Dr. Franke, welcher mich immer mit zur Patentrecherche in die Deutsche Bücherei in Leipzig nahm und mir auch die anderen Fachgebiete näher brachte. Für den musste ich immer kleine Versuchsschaltungen nach seinem mir damals Spinnweben-Vorstellen aufbauen. Wir waren 10 Kollegen bei F&E. Die meisten haben über ihn gelacht. Aber ich habe teilweise erst jetzt begriffen, was er meinte. Eine Schaltung, eine Heizungsansteuerung nach seiner Vorstellung habe ich letzte Woche eingebaut. Dr. Franke ist schon 35 Jahre tot, aber lebt doch weiter. Er erzählte manchmal Sachen vom Russlandfeldzug, er war in Finnland und in der Funkaufklärung, hatte eines der ersten Tonbandgeräte zum Mitschneiden von Funkverkehr. Die würden noch mit einem Federwerk angetrieben, das heißt aufgezogen. Einer meiner Lehrmeister im GAW Teldo
war Entwicklungsingenieur bei der V2 in Peenemünde und hat dort die Steuerung gebaut, Kreiselkompass und Entfernungsmesser, Zählwerk, wann die runterkommt. Das war der Herr Wohlfahrt. Der kam erst 1953 wieder aus dem Krieg, musste für die Russen forschen. Du siehst also gute Schule, welche ich durchlaufen habe. Im Forschungszentrum haben wir schon so für uns Heizungen und Wärmepumpen gebaut. Hatte eine tolle Zeit dort. Leider kam die Wende und alles wurde dicht gemacht. Ich hatte mich aber schon 1988 selbstständig gemacht als BMSR-Techniker und so weiter und so weiter. Ich bin aber nicht immer so gesprächig wie gerade jetzt. Ob ich ein Video mitmache? Mal sehen. Auf jeden Fall kann ich dir, wenn ich gut drauf bin, auch hier bei mir einiges zeigen. Müssen wir mal ein bisschen planen, dass ich meine Frau an dem Tag wegschicke. Im Zentrum von Goethes Schädel im Wasserwerk gearbeitet und in der Bibliothek gewühlt. Interessante Geschichte. Hab neulich den Tipp bekommen, dass wenn man alte Straßen um Leipzig herum bestimmt verbindet, ein Totenschädel rauskommen würde. Und zu Goethes Zeiten sollen die Straßen wohl schon existiert haben, deshalb Goethes Schädel. Nun ja, vielleicht auch Hirngespinst, aber passen würde es. Na, schauen wir mal, wann es klappt mit dem Treffen. Weißt du jetzt schon Tage, wo es gar nicht geht? Wochenende wäre mir es am liebsten, wenn ich mit dem Zug komme. Oder ein Kumpel chauffiert mich. Mal sehen. Cool. Bin zeitlich relativ flexibel, außer kommende Woche. Fahre jetzt nach Wermsdorf. Bauteile holen, welche ich nach Karl-Heinz Janke verbauen will. Es gibt ja keine Zufälle, also bis dann. Vollkommen fertig zurück. Habe etwa 50 Magnetitsteine geschleppt. Janke Raumenergie Akku. Ich hoffe in einer besseren Auflösung. Habe ihn den Kalender 2016 abfotografiert. Irgendwo habe ich noch den Janke-Ordner mit über 200 Scans, doch richtig hochauflösend bis ins Detail sind auch die nicht. Muss da echt mal im Original drauf schauen. Also zu Fuß wären es nur 22 Stunden bis Hubertusburg von hier aus. Mal sehen, wie es klappt. Ich bin dran. Moin Thorsten, den Janke-Ordner? Wo hast du die Scanne her? 22 Stunden wandern, das wäre doch mal was. 3 Tage. Ich würde das zurzeit nicht schaffen. Bin gesundheitlich momentan ziemlich am Arsch. Darum lass uns das Treffen auch im Frühjahr machen. Ich hoffe, wenn die Sonne wieder Kraft liefert, stabilisiert sich auch der Solaruli wieder. 22 Stunden. Wo kommst du denn her? Sachsen war es doch, wenn ich mich nicht täusche. Hinter Dresden? Also bis bald, Uli. Oh, dann gute Besserung, die Uli. Ist mir ganz recht mit Frühling. Zwischen Plauen und Treuen bin ich zu Hause. 120 Kilometer sind es bis Hubertusburg von hier aus. Moin, wenn ich so dein neuestes Video sehe mit dem Sonnenkreuzgenerator und der Aussage, es können so ca. 20 bis 30 kHz sein, wie der schwingt, wissen tue ich es nicht, messen oder gar abstimmen tust du es auch nicht, hast du kein Ostsee? Wenn ich ein funktionierendes Einkanal-Ostsee von RFT habe und noch übrig habe und auch einiges anderes, schicke ich es dir zu. Da wäre es wohl im Frühjahr eher mal als erstes ein Transport zu dir werden. Können wir auch tun, Uli. Allerdings, mit Ostsee stehe ich irgendwie auf Kriegsfuß. Hatte schon mehrere und habe alle geschrottet. Das raubte viel Zeit und gebracht hat es mir gar nichts. Astrosea aus Paraguay öffnete mir die Augen, wie man am schnellsten ans Ziel kommt. Mit seinem eigenen Gehör und der Sehkraft. Wie groß ist zum Beispiel ein Funke, warum brummt es und so weiter. Maximal noch ein Spannungsmesser. Aber das war's dann auch. Also ist lieb gemeint mit der Ostsee-Lieferung, aber ich glaube, das wäre bei mir wie Perlen vor die Säue schütten. Natürlich bist du auch ohne Geschenke jederzeit herzlich eingeladen und würde mich freuen, wenn du uns, Eddie und mich, hier besuchen könntest. Ach Thorsten, so ein Ostsee kann man doch eigentlich nicht kaputt machen. Man kann die Frequenzen sehen, Amplituden und Frequenzen bestimmen und so weiter. Ich nutze meine Messgeräte zwar auch wenig und wenn dann mehr und mehr analoge Zeigerinstrumente, aber um zum Beispiel mal den Betrüger-Chinesen nachzuweisen, dass sie gar keine Sinuswechselrichter liefern, sondern Trapezwechselrichter, dazu ist ein Ostsee schon gut. Na mal sehen. Ich bin jedenfalls mal wieder am Aufräumen und stelle dann mal einiges zusammen. Bauteile habe ich auch in Mengen. Deine geliebten Riedrelais, meistens alles neu. Mal sehen, wie es mit der Gesundheit und dem Wetter im März so wird. Dann mache ich mal einen Ausflug zu dir. Und rückzug könnten wir eventuell Werksdorf besuchen. Würde mit dem Auto kommen. Gruß, Uli. Das ist ein schöner Plan. Wird gemacht, Uli. Danke dir schon mal. Ja, ich freue mich schon drauf. Ich kann dir noch ein paar Gedanken mit dir austauschen. Du weißt, ich beschäftige mich zurzeit wieder mal mit Eisspeichern, Latenzspeichern, also Energie in Form von Wärme.
Mein neuer Speicher soll den Latenzspeicherpunkt von Heißdampf nutzen. Dort ist viel mehr freie Energie und größere Speicherdichte möglich. Kurz ein Einschub zu deinem Effekt am Teleskop. Wenn ich sehr früh und sehr energetisch in meinem Arbeitszimmer zugange bin und ein Foto mache, sieht es auch manchmal so aus. Also zurück zur Energie. Ist gleich Schwingung im Wärmebereich. Molekülschwingungen, Infrarotstrahlung verstärkt Eigenschwingungen von Molekülen. Strahlungsfrequenz ist gleich Schwingungsfrequenz des Moleküls, Schwingungsbande. Auswahlregel für die Infrarotspektroskopie, Dipolmomentsänderung während der Schwingung, infrarotaktiv. Auswahlregel für die Raman-Spektroskopie. Und hier thermodynamische Schwingung, etwas verständlicher aus einer Wissenschaftszeitung. Herzstück des neuen High-End-Systems ist der Steam-Boiler. Hier wird die Energie auf hohem Niveau gespeichert und bereitgestellt. Das heißt, hoher Druck, 5 bis 10 Bar, relativ hohe Temperaturen. Gespeist, das heißt beheizt, wird dieser Boiler aus elektrischer Überschussenergie. Du siehst, ich arbeite da auch schon wieder ein Jahr dran. Gestern früh ging mir einmal auf, bei der Elektronenröhre sieht es ähnlich aus. Dort werden auch durch die Kathodenheizung die Elektroden angeregt, um freier zu schwingen. Da ich kaum Erfahrungen mit Röhren habe, bin ich jetzt am Lesen Radiobasteln leicht gemacht. Von Hagen Jakubaschk in unserer DDR Elektroguru. Da gehen wieder mal neue Welten auf. Als Kind habe ich das als aus der Leihbücherei gelesen. Vor einiger Zeit auf dem Flohmarkt gekauft. Jetzt zum Ansatz für dich, euch. Führt eine Ladung harmonische Schwingungen um ihre Ruhelager durch, so verursacht dies eine harmonische Störung des elektrischen Feldes, die sich als Welle im Raum ausbreitet. Das sich ändernde elektrische Feld verursacht durch Induktion zudem ein sich änderndes magnetisches Feld, man spricht von einer transversalen elektromagnetischen Welle. Das magnetische Feld ist allerdings so klein, dass es in seiner Auswirkung in der Praxis vernachlässigt wird. Schwingt die Ladung mit einer Frequenz im Megahertzbereich, so sprechen wir von Radiowellen, im Gigahertzbereich von Mikrowellen, im Terahertzbereich von Infrarotstrahlung oder sichtbarem Licht. Da überall in der uns umgebenden Materie Elektronen vorhanden sind, die sich zum Beispiel in thermischer Bewegung befinden, strahlt alle uns umgebende Materie elektromagnetische Wellen ab. Diese stehenden Elektronenwellen oder Elektronenwolke kann nun, je nach Energiezustand, verschiedene Energieformen annehmen. Der Übergang des Elektrons von einem energiereichen in einen energieärmeren Energiezustand stellt dann eine gedämpfte Schwingung zwischen zwei stabilen Zuständen dar. Hierbei wird die freigewordene Energie Delta E als elektromagnetische Welle der Frequenz V abgestrahlt. H ist hier eine Naturkonstante. Beispiel: Fließt Strom durch ein Glühdraht, werden die feste gebundenen Metallelektroden durch Stöße mit freien Ladungselektronen angeregt, in höhere energetischen Energieformen überzugehen. Von dort erfolgt nach kurzer Zeit, Femtosekunden, wieder ein Rücksprung in die energetische, günstigere Grundform. Wilfrids Post über technische Entwicklungen oder Ideen? Watzelsfritz ging es ja, okay. Wichtig ist weiters, dass eine Elektronenwelle jene Energiemenge, die sich durch Strahlung beim Übergang von einem höherenergetischen in einen niederenergetischen Energiezustand abgeben hat, Emission von Strahlung, auch wieder aufnehmen kann und dabei von niederenergetischen in den höherenergetischen Zustand übergeht, Absorption von Strahlung. Insbesondere bei komplexen Molekülen ist dies emittierende bzw. absorbierende Strahlung ganz charakteristisch für die Elektronenverteilung im Molekül und somit für das Molekül selbst. Beispiel: strahlen wir Laserlicht einer ganz bestimmten Frequenz. Und jetzt geht es zu Laser über. Man will besonders empfindlich elektromagnetische Strahlung im Ultraviolett und sichtbaren Bereich detektieren. Werden Photomultiplier eingesetzt? In einer evakuierten Röhre wird zwischen negativer Kathode und positiver Kathode eine Hochspannung von mehreren Kilovolt angelegt. Trifft Licht auf die speziell beschichtete Photokathode, so werden einzelne Elektroden so stark angeregt, dass sie aus der Kathode förmlich herausgeschlagen werden. Äußerer photoelektrischer Effekt.
Zwischen Kathode und Anode befindet sich eine Vielzahl von Elektroden, Dynoden, auf einem elektrischen Potential zwischen jenen von Anode und Kathode. Schlägt ein Elektron nun auf eine solche Dynode, so schlägt es weitere Elektroden aus der Oberfläche. Diese beschleunigen im elektrischen Feld weiter, schlagen wieder zusätzliche Elektronen aus der nächsten Oberfläche und so weiter. Auf diese Weise kommt es zu einer lawinenartigen Vermehrung des Stromflusses. Es lassen sich besonders kleine Lichtmengen detektieren. Fällt jedoch zu viel Licht auf ein solches System, so kommt es zu einem Funken, der die Elektroden zerstört. Aus diesem Grund muss in diesen Photomultipliern eine Regelung eingesetzt sein, welche bei zu hohem Stromfluss innerhalb von Nanosekunden die anliegende Hochspannung reduziert. Also wir sagen, Energieerhöhung hat immer etwas mit Energieeintrag, zum Beispiel Heizen einer Anode oder Laser und so weiter, Resonanzoszillation und einen eingefangenen Störelement zu tun, welche ich Energie durch Resonanzaufzwingung abziehen kann. Zu verworren, oder? Wenn es einfacher wäre, könnte ich es jeder erklären. Husa, so schnell wie du schreibst, kann doch kein Mensch denken. Ich warte, bis dein Schwall vorüber ist und gucke mir das dann in Ruhe an. Bin gerade etwas unruhig. Ist vorbei. Ich kopiere teilweise nur aus meinen Aufzeichnungen, welche es teilweise schon Jahre in Ordnern schlummern. Hier mal ein Entwurf, ein Jahr alt. Zieh ihn dir in Ruhe rein, aber als geheime Verschlusssache betrachten. Hier gibt's keine Verschlusssachen, Uli. Wird veröffentlicht. Zusammenfassend, was wir gestern aufgingen, es ist überall das gleiche Prinzip im Steamboiler, Elektronenröhre, Laser und so weiter. Der Tesla-Generator auch. Wo wir die Energien abzapfen, schaust du dir ja schon mit deinem Fernrohr. Noch zwei Links zu Röhren. Übrigens sieht das nicht nur schön aus, sondern fühlt sich auch gut an. Eine unbekannte Wärme durchflutet die Hand. Die Wärmeübertragung findet auf drei verschiedene Arten statt. Erstens durch Wärmeleitung von erwärmten Glaskolben, zweitens durch Strahlung aus dem Plasma, wobei offensichtlich auch wieder UV-Licht entsteht, und drittens durch dielektrische Erwärmung im Inneren der Hand. Es sollte mich nicht wundern, wenn sich damit Gicht und Rheuma aus den ältesten Knochen vertreiben ließen. Na, habe ich dich gestern mit zu vielen Infos verschreckt? Alles gut, ich bin nur gerade mit Fritz beschäftigt. Wie geht es, Fritz? Will er technische Post oder Allgemeines? Ja, wir haben uns ein bisschen über die Zustände im Altersheim ausgelassen. Das interessiert euch jetzt weniger, da sind so private Sachen mit dabei. Geht's am 17. Februar weiter? Da war es nämlich das erste Mal so, dass Strom kostet teilweise an der Strombörse jetzt nichts mehr. Da war es das erste Mal so, dass die Strompreise ins Negative gefallen sind. Das hat der Uli noch miterlebt. Die Österreicher bekommen sogar Geld dafür, dass sie Windstrom abnehmen. Nur der kleine Mann hat eben nichts davon. Ja, dann hat er noch eine Tochter, glaube ich, der Uli. Dann würde nochmal, dass ich für seine Tochter abstimme. Hat aber nicht geklappt, das Abstimmen. Und dann hat er mir noch eine Seite empfohlen, eine sehr gute Seite zum Energieproblem. Den Anhang kann ich leider nicht mehr sehen, den er mir da geschickt hat. Und die letzte Nachricht von ihm war, das was er da gerade liest. Naja, da halte ich nichts so weiter davon. Jo, und das war meine letzte Nachricht an ihm, da war es dann aber schon 7 Tage zu spät. Alles klar. Na dann, Ruhe in Frieden, Uli.